Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Willkommen zum Nachrichtenüberblick an diesem Montag. Die vom Sport hat Norbert König. Mit schlechten für Freiburger Fans. Guten Abend. Schauen wir auf die Themen von heute. Chance auf ein zweites Leben. Schwerkranke sollen dank eines digitalen Registers nicht mehr so lange auf ein Spenderorgan warten müssen. Party für Putin nach seiner Wiederwahl. Ohne echte Gegner lässt sich der russische Präsident auf dem Roten Platz in Moskau hochleben. Dieser Verein ist mein Leben, sagt Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, und verkündet schweren Herzens seinen Abschied. Nach Umfragen stehen viele Menschen in Deutschland Organspenden eigentlich positiv gegenüber. Nur die konkrete Entscheidung, ob dafür oder dagegen, die schieben viele auf oder halten sie nicht schriftlich fest. Heute startet ein neues zentrales Organspenderegister. Es soll helfen, die Zahl der Spender hierzulande zu erhöhen. In Europa ist die Spendenbereitschaft besonders in Spanien groß. Das Land lag 2022 deutlich vor den anderen Staaten. Auch in Island und Portugal spenden Menschen häufiger ihre Organe. Deutschland dagegen liegt im europäischen Vergleich weit abgeschlagen auf Platz 28. Julia Schröter berichtet. Uniklinik Mainz. Toni Gleitzmann ist wieder beim Check. Der 35-Jährige wartet seit 5 Jahren auf eine neue Leber, denn sein Körper greift die eigene Leber an. Er leidet unter Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Gewichtsverlust. Die letzten 1,5 Jahre hat man es schon sehr gemerkt, ja, die körperliche Schwäche einfach dann da ist. Ne? Auch die Begleiterscheinungen werden einfach stärker und ja, deutlich sichtbar. Warten auf die lebensrettende Transplantation. Wie ihm geht es mehr als 8000 Patienten in ganz Deutschland. Das neue Organspenderegister soll helfen, die Zahl der Organspender zu steigern. Eine Datenbank, in der jetzt jeder auch digital erklären kann, ob er Organe spenden will oder nicht. Kliniken können die Infos schnell abrufen. Die Spender können sich registrieren lassen. Die Angehörigen werden damit entlastet, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wo dann Gewissheit erreicht werden kann durch den Blick in das Organspenderegister. Doch die Hürden für den Eintrag sind wegen des Datenschutzes hoch. Man benötigt einen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion, außerdem eine Ausweis-App. Ab Spätsommer soll der Eintrag auch über die Krankenkassen-App möglich sein. Experten rechnen deshalb erstmal nicht mit einem großen Anstieg der Spender. Dennoch sei das Register eine Chance. Das ist nämlich einfach nochmal das Thema Organspende in das Bewusstsein in Deutschland von allen Bürgerinnen und Bürgern gerückt wird. Dass jeder also anders mit dem Thema nochmal konfrontiert wird, sich auseinandersetzt, eine Entscheidung trifft. Eine Entscheidung, die Leben retten kann. Darauf hofft auch Toni Gleitzmann. Er möchte endlich wieder gesund werden. Noch wichtig zu wissen, Spenderorgane werden nur entnommen, wenn die Ärzte den Hirntod eines Menschen feststellen, wie zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Das sind aber nur etwa 1% aller Todesfälle. Und in Deutschland muss eben auch noch die Zustimmung des Verstorbenen vorliegen. Das erklärt die niedrige Zahl der so dringend benötigten Spenden. Alexandra Vacano und Delia Thomas. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 965 Menschen, die nach ihrem Hirntod Organe gespendet haben. Insgesamt waren es bundesweit über 2.980 Organe, die transplantiert wurden. Auch Lebende spendeten und konnten damit das Leben einiger tausend Menschen retten oder verbessern. Wie mit einer Niere. Da bei gesunden Menschen eine ausreicht, sind einige bereit, eine ihrer beiden Nieren abzugeben. Nieren sind die Organe, die am häufigsten transplantiert werden. Auf Platz 2 die Leber. Auch von ihr können Teile lebend gespendet werden. An dritter Stelle Herztransplantationen. Außerdem gibt es Gewebespenden, wie die Augenhornhaut, Herzklappen oder auch Knochen, Sehnen und Bänder. Sowohl Organ- als auch Gewebespender können sich ab sofort in das neue digitale Organspenderegister eintragen. Weiterhin gelten aber auch der Organspendeausweis und die Patientenverfügung. Alles Wichtige zum Organspenderegister haben wir für Sie ganz praktisch zusammengefasst auf ZDF heute. Auch wie Sie Ihren Willen digital festlegen und auch jederzeit ändern können.
87% für Putin. Für westliche Regierungen ist diese Wiederwahl des russischen Präsidenten eine Farce, weder fair noch demokratisch. Länder wie China, Indien oder Iran dagegen applaudieren. Putin selbst lässt sich heute von den Massen feiern und verbindet seine Wahlparty mit dem 10. Jahrestag der Krim-Annexion. Nina Niebergall berichtet. Wladimir Wladimirovich Putin! Es ist der große Schlusspunkt einer Wahl, die keine war. Putin lässt sich auf dem Roten Platz feiern, für ein Wahlergebnis, wie es nur Autokratien zustande bringen. Flankieren lässt er sich von seinen Gegenkandidaten. Wir hatten verschiedene Ansätze zum Erreichen nationaler Ziele, aber wir haben alle eine Heimat. Es zeigt, dass die Kontrahenten nicht mehr als Staffage waren. Treu stehen sie an Putins Seite, als Stichwortgeber für patriotische Sprechchöre. Russland, Krim, vereint. Denn gefeiert wird auch der Jahrestag der Krim-Annexion, der doppelte Anlass sicher kein Zufall. Der Festakt soll überdecken, dass diese Wahl weder demokratisch noch frei war. Doch das spielt für Putins Fans keine Rolle. Das ist sein Verdienst, weil er so ein riesiges Land vereinte. Er hat das Volk zusammengeschweißt. Der Großteil der Bevölkerung unterstützt Wladimir Putin. Doch nicht jeder lässt sich für Putins Machtdemonstration einspannen. Ich wünsche mir, dass der Krieg aufhört. Mehr brauche ich nicht. Uns betrifft er nicht, aber ich habe Mitleid mit den Soldaten. Sie sterben dort für nichts. Für Kritik am Krieg ist in Putins Propagandashow kein Platz. Gebe ihm Kraft für den Sieg, singen diese Interpreten. Putin selbst stimmt am Ende die Hymne an. Die Welt soll sehen, dass Russland hinter seinem Präsidenten steht. Tja, trotz 2 Jahren Krieg, trotz aller Sanktionen, trotz aller Gefallenen scheint der russische Präsident auf dem Höhepunkt seiner Macht. Armin Körper in Moskau, wie kann das sein? Ob er wirklich auf dem Höhepunkt seiner Macht ist, das ist schwer zu sagen. Aber er behauptet das einfach. Und genau dazu diente diese ganze Wahlinszenierung und das absurd anmutende Ergebnis. Der Westen wird das wohl auch als Antwort auf die Sanktionen lesen müssen. Denn auch wenn diese Abstimmung nicht demokratisch war und die Zustimmung in der Bevölkerung sicherlich keine 87% beträgt, so ist sie immer noch hoch. Der Herrscher im Kreml nutzt das jetzt als Legitimation für seinen harten Kurs und auch als Drohung an den Westen. So hat er schon in der Nacht angedeutet, dass er auch einen militärischen Konflikt mit der NATO nicht scheue. So stehen heute Abend die Zeichen in Moskau auf Konfrontation, Aggression und Repression. Sowohl gegenüber den Putin-Gegnern im eigenen Land, als auch für die Ukraine und die ganze westliche Welt. Informationen live aus Moskau. Dankeschön, Armin Körper. 13 Sanktionspakete gegen Russland hat die EU seit Kriegsbeginn verabschiedet. Jetzt kommen weitere dazu, als Reaktion auf die Wahl und als Reaktion auf den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny. Weiteres Signal von den EU-Außenministern heute: Der Ukraine muss noch mehr geholfen werden. Isabel Schäfers berichtet. Die EU-Außenminister kamen heute unter dem Eindruck der Wahlen in Russland zusammen. Viele verurteilten diese als weder frei noch fair. Die Konsequenz für Europa sei klar, man müsse die Ukraine weiter unterstützen. Zugleich müssen wir alles dafür tun, dass wir uns vor diesem Russland von Putin selber besser schützen und dass wir felsenfest an der Seite der Ukraine stehen mit weiteren 5 Milliarden Euro. Die 5 Milliarden Euro sollen jährlich zusätzlich für Militärhilfe an die Ukraine ausgegeben werden. Zunächst für die nächsten 4 Jahre. Das haben die Minister heute formal beschlossen. Und es gibt eine weitere Idee, wie mehr Geld für die Ukraine zusammenkommen könnte. Die EU hat rund 210 Milliarden Euro staatliches russisches Vermögen eingefroren. Dieses Geld will die EU aufgrund rechtlicher Bedenken bisher nicht nutzen. Aber die Zinserträge aus diesem Geld könnten abgeschöpft werden. Schätzungen zufolge würden so weitere 3,5 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung stehen.
Das ist eine klare Botschaft an Putin und auch an die Oligarchen, dass wir ihnen so Geld wegnehmen können. Eine klare Botschaft auch an die Ukrainer, dass wir enorme Ressourcen haben, um sie zu unterstützen. Aber auch an unsere eigenen Wähler und Steuerzahler, dass wir statt unseres Geldes das Geld des Aggressors verwenden. Das Geld soll nicht nur, wie ursprünglich geplant, für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden, sondern auch für Militärhilfe. Die EU-Kommission wird voraussichtlich in den kommenden Tagen einen konkreten Vorschlag dazu vorlegen. SPD-Fraktionschef Mützenich bekommt für seine Äußerungen zum Einfrieren des Ukraine-Kriegs jetzt auch Gegenwind aus der eigenen Partei. Das würde am Ende nur Putin helfen, sagte Verteidigungsminister Pistorius bei einem Besuch in Warschau. Die Position könne man zwar vertreten, um sich für den Frieden auszusprechen, aber einen Diktatfrieden oder einen Waffenstillstand, bei dem Putin am Ende gestärkt ist, dürfe es nicht geben. Neue Grundsicherung statt Bürgergeld. Das plant die CDU, und zwar nach einem Sieg bei der nächsten Bundestagswahl. Die größte Oppositionspartei will dann die aktuelle Unterstützung radikal umbauen. Wer arbeiten kann, müsse auch arbeiten gehen, sagt Generalsekretär Linnemann. Und Sanktionen sollen schneller, einfacher und unbürokratischer durchgesetzt werden. Britta Buchholz. Jobcenter Berlin-Mitte ist Rekordhalter. Hier beziehen die meisten erwerbsfähigen Berliner Bürgergeld, mehr als jeder zehnte Bewohner des Bezirks. Zu viel findet die CDU. Das Bürgergeld, ehemals Hartz IV, wollen sie abschaffen, stattdessen eine neue Grundsicherung einführen. Wir müssen in Deutschland einen Mentalitätswandel einleiten. Das hört sich so abstrakt an. Aber Wohlstand ohne Anstrengung ist eine Illusion, gibt es nicht. Wir dürfen den Fehlanreiz auch nicht dahin setzen, dass diejenigen, die heute noch arbeiten, sagen, ich bin doch der Dumme und jetzt bleibe ich auch zu Hause. Im Papier deutliche Forderungen, bessere Arbeitsanreize, zum Beispiel höhere Hinzuverdienstgrenzen, mehr Sanktionen. Im Blick sogenannte Totalverweigerer. Wer nicht bedürftig ist, für den bestehe kein Anspruch auf Grundsicherung mehr. Kritik von der SPD. Wir reden bei den sogenannten Totalverweigerern über wenige tausend Menschen. Und über die veranstaltet die Union aus taktischen Gründen eine Diskussion, als wäre das ein Massenphänomen in unserem Land. Umstritten ist, ob eine Streichung rechtlich überhaupt möglich wäre. Die FDP begrüßt das Konzept, vermutet aber Symbolpolitik. Vor gut einem Jahr hat auch die Union dem Bürgergeld zugestimmt. Die CDU bzw. die Union hat beim Thema Bürgergeld selbst mitgemacht. Sie hat Bürgergeld mitentwickelt. Und deswegen finde ich, dass die Union einfach an der Stelle ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Das Bürgergeld ist nur ein kleiner Teil im übergroßen Sozialbudget. Die CDU möchte es im Wahlkampf zu einem großen Thema machen. Nach Nahost. Die EU will erstmals Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland verhängen. Hintergrund sind Gewalttaten extremistischer Siedler gegen Palästinenser, insbesondere auch nach dem Massaker der Hamas-Terroristen in Israel vom 7. Oktober. Mit den Sanktionen folgt die EU dem Beispiel der USA. Im Gazastreifen hat die israelische Armee erneut das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gestürmt. Dabei soll auch ein ranghoher Funktionär der Hamas getötet worden sein. Die Klinik ist eine der wenigen noch funktionierenden medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen. Die Armee rief die Bevölkerung auf, das Gebiet um die Klinik zu verlassen. Thomas Reichert berichtet. Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Israels Armee ist dort heute gegen Hamas-Kämpfer vorgegangen, die sich im Krankenhaus neu gruppiert hätten. Das sind Bilder der Armee bei der Razzia. Dabei seien Dutzende Verdächtige festgenommen, 20 getötet worden. Darunter auch ein hochrangiger Hamas-Funktionär. Ich kann bestätigen, dass Faib Mabhouh, Chef der Hamas-Abteilung für Operationen für innere Sicherheit, getötet wurde. Er koordinierte die terroristischen Aktivitäten der Hamas im Gazastreifen. Derweil drängen sich in Gazastadt Massen vor Lagerhäusern, wo die wenigen Lebensmittel verteilt werden, die hier ankommen. Die EU kritisiert, nach wie vor würde Israel hunderte Lkw nicht durchlassen. Wer eine Tüte mit Mehl ergattert, ist noch lange nicht sicher. Die Menschen hungern, sie sterben, sie bringen Menschen wegen 5 Kilogramm Mehl um.
Um Himmels Willen, schaut auf uns. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt heute in einem Bericht, mehr als 1 Million Menschen im Gazastreifen drohten zu verhungern. Das ist eine von Menschen gemachte Katastrophe. Und dieser Bericht macht deutlich, dass sie gestoppt werden kann. Ich fordere die israelischen Behörden auf, den vollständigen und ungehinderten Zugang für humanitäre Güter im gesamten Gazastreifen zu gewährleisten. Mindestens 300 Lkw müssten nach UN-Angaben täglich nach Gaza fahren dürfen. Dafür müsste Israel Grenzübergänge öffnen, auch im Norden. Die Versorgung aus der Luft und übers Meer reicht bei weitem nicht. Michael Beverunge in Tel Aviv, warum lässt die israelische Regierung nicht mehr humanitäre Hilfe zu? Dazu ist sie ja eigentlich völkerrechtlich verpflichtet. Dafür gibt es viele mögliche Gründe. Eine der wahrscheinlichsten ist, dass für die Sicherung der Transporte innerhalb von Gaza natürlich viel mehr israelische Soldaten notwendig wären, um diese Transporte zu sichern, die Verteilung zu unterstützen. Die wären natürlich auch angreifbar. Und die Lage ist, das haben wir heute bei den Kämpfen um das Schifa-Hospital gesehen, natürlich noch immer sehr instabil. Noch immer gibt es Angriffe der Hamas. Und Israel verzichtet wahrscheinlich einfach darauf, mehr Soldaten einem erhöhten Risiko auszusetzen, auch wenn das eigentlich seine Pflicht ist. Aber wenn man mal das Ganze zusammenrechnet, die bisherigen Hilfslieferungen reichen nicht aus. Die Hilfe aus der See zu spät, wahrscheinlich erst in 2 Monaten. Die Hilfe aus der Luft zu wenig. Es müsste ein weiterer Grenzübergang, zum Beispiel im Norden Eres, der bestand ja schon vor dem Krieg, geöffnet werden. Und die Israelis müssten eben sich tatsächlich ihrer Pflicht annehmen und die Verteilung dieser Hilfsgüter sichern. Dankeschön nach Tel Aviv, Michael Beverunge. Ganz anderes Thema jetzt. Wandel und Neuorientierung, die zeigen sich am Niederrhein. Anfang der 30er Jahre ist Schluss in den Braunkohlerevieren südwestlich von Düsseldorf. In Bitburg und Bergheim will der US-Tech-Konzern Microsoft große Rechenzentren für KI und Cloud-Computing ansiedeln. Dort kreuzen sich die großen Datentrassen Stockholm-Paris und Frankfurt-Amsterdam. Ralf Goldmann berichtet. Noch ist es einfach nur ein riesiger Acker. Doch schon bald sollen hier 2 Rechenzentren stehen. Microsoft investiert 3 Milliarden Euro in eine Region, die bisher vor allem von und mit der Braunkohle lebte und mitten im Strukturwandel steckt. Für die Bürgermeister vor Ort eine gute Nachricht. So gut wie jede Familie ist betroffen von diesem Strukturwandel. Und solche Impulse, glaube ich, werden dankbar aufgenommen, weil sie eine neue Perspektive reinbringen. Am Nachmittag hat Microsoft die Pläne im Rheinischen Revier vorgestellt. Der Konzern kommt vor allem wegen der Datenleitungen in der Nähe und weil es hier freie Flächen gibt. Was hat den Ausschlag für diesen Standort gegeben? Die Offenheit, ja, und die Verfügbarkeit natürlich von Land, ja, und auch den Parametern, die man braucht, um Rechenzentren zu bauen, also Energie und all dem, was dazugehört. Und da ist uns die Entscheidung nicht schwer gefallen. Staatliche Subventionen benötigt Microsoft nicht. Dafür aber viel Energie für die Rechenzentren, und zwar erneuerbare. Die Windräder stehen schon bereit. In den Rechenzentren selbst werden nur einige 100 Arbeitsplätze entstehen. Doch die Hoffnung ist, dass hier ein Digitalpark wächst. Wichtig ist, dass man jetzt dann die Voraussetzung schafft, dass weitere Unternehmen auch gerade im IT-Bereich sich um Microsoft herum ansiedeln. Microsoft startete heute außerdem eine Qualifizierungsoffensive. Gemeinsam mit Industrie, Kommunen und Bildungsträgern will der Konzern so die nötigen Fachkräfte gewinnen. Im Mai wird sich ein echter Kulttrainer aus der Bundesliga verabschieden, Norbert. Ja, zumindest vorläufig. Aber kann man sich Christian Streich, der im Juni 59 wird, nach so vielen Jahren irgendwann bei einem anderen Club vorstellen? Streich ist Freiburg, Freiburg ist Streich. Seine badisch humorvollen, aber auch kritischen Statements werden fehlen. Es war keine leichte Entscheidung. Schweren Herzens, sehr schweren Herzens. 29 Jahre beim SC Freiburg, davon gut 12 Jahre als Bundesliga-Trainer. Ein großer Verein, eine großartige Zeit für mich. Aber jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen. Er hat aus wenig immer viel gemacht, den kleinen Verein aus dem Schwarzwald als feste Größe in der Fußballwelt etabliert, war immer ein Mann klarer Worte. Es geht nicht um mich, es geht um, der Verein ist größer als alles. Mir wolle Fußballspiele. Vielleicht hätte man solle.
Gegen Diskriminierung, für Verständigung lautet sein Credo. Und auch gegen die Kommerzialisierung des Sports hat er sich positioniert. Der Gott des Geldes wird immer größer. Und irgendwann verschlingt er alles. Jetzt seine Abschiedstournee. 8 Bundesligaspiele sind es noch. Fußball-Bundestrainer Nagelsmann und Co. haben heute Basisarbeit betrieben in einer Schule. Derweil trafen sich Neulinge und Rückkehrer in Frankfurt für die nächsten Testspiele. Toni Kroos soll nach fast 3 Jahren ohne Länderspiel sofort wieder die Rolle als Mittelfeldchef einnehmen. Mit Manuel Neuer kehrt ein weiterer Weltmeister zurück. Als die Spiele eintrafen, war Fußballlehrer Nagelsmann noch in der Schule. Eine Aktion, durch die Kinder für Sport begeistert werden sollen. Und die Kids durften auch Fragen stellen. Was erwarten Sie von der deutschen Mannschaft bei der EM im Sommer? Sehr gute Frage, Tabea. In allererster Linie mal, dass wir natürlich schönen und guten Fußball spielen, aber dass der Einsatz stimmt, ja, dass wir die Menschen begeistern im Land, das ist das alles Entscheidende für mich. Nach dem Besuch der Grundschule in Essenheim steht für Nagelsmann nun die Prüfung in Frankreich an. Und an alle Altersklassen richtet sich der DFB jetzt mit seiner Anti-Rassismus-Kampagne zur Fußball-Europameisterschaft. Präsident Neuendorf, Staatsministerin Alabi Radovan und DFB-Botschafter Asamoah haben den Kids des Berliner Fußballclubs Stern 1900 mit auf den Weg gegeben. Fußballzeit ist die beste Zeit gegen Rassismus. Da können wir problemlos zustimmen. Ja, absolut. Touristen sind in der Nähe der Londoner U-Bahn-Station Crouch Hill normalerweise eher spärlich gesät. Seit heute ist das anders. Der Street-Art-Künstler Banksy hat dort ein Kunstwerk hinterlassen. Man nehme eine Hauswand, male eine Figur mit Sprühpistole und trage grüne Farbe grob auf. Voilà, mit dem passenden kahlen Baum davor. Ein perfektes Frühlingsensemble. Die Echtheit hat Banksy bestätigt, dass er bei der Idee für die optische Täuschung Frühlingsgefühle hatte, nicht. Freundlich und mild wird das Wetter morgen. Ob es so weitergeht, erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. 9:45 begrüßt Sie Christian Sievers im Heute-Journal. Wir wünschen noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Stoppel die Stoppel. Guten Abend. Heute strahlte die Sonne von der Ostsee bis zum Erzgebirge. Im Westen gab es dichtere Wolken mit Regen und in Schleswig-Holstein gab es heute Morgen sogar einige Schneeflocken. So waren die Höchsttemperaturen ganz unterschiedlich. Nur 4 Grad wurden es auf Rügen, 17, 18 Grad am Rhein und westlich davon. In den nächsten Tagen wird es erstmal milder. Ungewöhnlich mild wird der Mittwoch. Da liegen dann die Höchsttemperaturen nämlich deutschlandweit bei 15 bis 20 Grad. Nur ganz im Norden und im Nordosten ist es etwas kühler. Das ist allerdings nur vorübergehend der Fall, denn schon am Samstag ist es wieder deutlich kälter. Dann erwarten uns Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Heute Nacht sinken die Werte auf 8 Grad am Niederrhein und bis minus 4 Grad in der Lausitz. Südlich der Donau kann es noch regnen. Im Nordosten bleibt es klar und im Westen bildet sich Nebel. Der löst sich morgen Vormittag rasch auf. Die Regenwolken verabschieden sich südostwärts. Dann wird das ein freundlicher Dienstag. Allerdings kommen hier im Nordwesten dichtere Wolken heran und die bringen auch Regen mit bei Südwind. Die Temperaturen morgen liegen zwischen 8 und 18 Grad. Und ähnlich mild geht es dann auch in den nächsten Tagen weiter. Guten Abend.